Schnieke geschafft im letzten Part, ne? Nach mehreren Versuchen. Aber jetzt mit meinem schönen Motorrad düsen wir also cruise. Was ist das denn für ein Vogel? Moment mal. Dafür muss ich jetzt Foto machen. Ich finde den geil. Ich finde, den kann man ja überall hin, ne? Oh nee, man hat einen Radius, scheiße. Gut. Alter, von dem muss ich jetzt ein Foto machen. Wenn das kein Angry Bird ist. Haha, der ist geil. Okay, ich speichern. Oh, die Fliege ist schon wieder hier. Was soll das? Ich hasse Fliegen, Alter. Ich hasse Fliegen, egal. Im letzten Part habe ich ja darauf hingewiesen, dass ich etwas Neues an meinem Kanal gemacht habe. Und zwar habe ich nicht nur meinen Namen geändert. Von Epinotis auf Lapscha. Weil ich fand, das war mal Zeit. Erklärung, halt, 2 Jahre der gleiche Name. Und zu finden war ja auch nicht einfach, um zu merken, LP. Ich fand sowieso, der LP war so ein Knackpunkt in meinem Namen. Also, Nautilus selber konnte ich nicht wählen, weil das schon gab. Die Geschichte an dem Namen Nautilus ist halt nicht das von League of Legends, was ja, da gibt es ja eine Nautilus-Kategorie. Sondern die Erklärung, wir hatten hier in der Nähe einen Spielplatz, der hieß Nautilus 10. Und eine Zahl wollte ich nicht gerne mal. Ach du Scheißding, du. Ja, du Verräter. Eine Zahl wollte ich nicht gerne in meinem Namen haben. Und LP. Also wollte ich eigentlich auch nicht. Dann bin ich halt Kompromisse eingegangen und hab dann gesagt: Ach, dann nehme ich lieber LP. Dann wissen die anderen, dass ich auch Let's Player bin. Aber kannst du dich hochfahren? Bist du so beschissen, Alter? Egal. Dann habe ich mich halt auf Lapscha, warum? Ich mag Nudeln. Das ist russisch für Nudeln und ich mag Nudeln. Und die Fliege mag bestimmt auch Nudeln, ne? Hallo? Fliege? Gut, hier, Mr. Fili. Ach, der ist so fit, Alter. Der hat sogar ein Sixpack. Oh, ein Wasser. Wahre die Strecke um die Insel entlang und vergiss nicht, jede Schranke zu durchfahren. Okay, ich brauche ein Boot. Ein schnelles Boot. Ich habe ja auch ein Boot, ne? Uschi? Nein, war das nicht. Quit? Nein. Ingo? Nein, war das nicht. Giselle? Nein. Serif? Nein. Olga? Nein. Lotte? Nein. Wo ist mein Schiff? Ich meinte mein Boot. Wo ist mein Bötchen? Ich habe kein Bötchen. Okay, dann baue ich mal kurz auf ein Boot. Meiner Wahl. Das ist ein Boot, ne? Das ist doch mal ein geiles Schiff, du. Das. Ich probiere es mal damit. Yeah. Ich bin aber zu langsam. Okay, vergiss es. Das Boot ist zwar cool. Sieht aus wie ein echtes Boot. Aber naja, ich baue jetzt auf das Boot von der Humba. Baue ich jetzt ein paar Motoren rein. Und wir sehen uns dann mit einem geilen, schnicken, schnellen, geilen Boot. Darf ich mir vorstellen, das ist Verdi. Ein paar Motoren habe ich schon reingebaut. 2 mittlere. Und ja, ob der wohl schwimmen wird. Oh Gott, das wird sich hier herausstellen. Wow, okay, das ist schon mal ein Knaller, du. Wuhu! Der ist richtig hart, du. Der ist richtig hart. Der ist richtig hardcore, Alter. Richtig hardcore, Digga. So, ein paar Kurven kann ich schon mitnehmen. Krass. Und die sagt mir jetzt nicht, ich dachte schon, der wäre auf der Insel, aber nee, ist er nicht. Gut, wohin? Oh, verdammt, ich hab... Okay. Ich muss andersrum lang. Aber die scheiß Fliege ist immer noch hier. Sie wird mich wohl öfters mal ablenken. Okay. Den großen Propeller haben die auch noch. Den großen Propeller, meinte ich. Den könnte ich mir auch noch einbauen. Werde ich das vielleicht beim nächsten Bootrennen machen? Ja, würde ich schon sagen. Also wir müssen hier lang, okay? Die schöne Insel. Wir könnten natürlich auch, wenn wir Räder hätten, über die Insel fahren. Ob das wohl... Ne, das wäre dann ein Amphibienrennen. Amphibien, sorry. Amphibien. Ist der Biologe hier. Ich habe ja oft ja was mit Biologie zu tun, ne? Okay, ich bin hier... Oh, verdammt. Wow. Hardcore. Habt ihr es gesehen? Habt ihr das... Boah, Gott, das war legendär, du. Noch einmal würde ich das nicht schaffen.
Gut, wie viele Runden haben die gesagt? Eine? Dann ist das wohl eine große. If you ready, come and get it. Na, 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 na. Auch da ist schon das Ziel. Oh. Naja. Haben wir wohl die Thomas-Trophäe geschafft. Die so hart waren die auch jetzt nicht, ne? Ich finde das auch geil, wie Benji hier mit dem Torpedo-Blast. Guckt euch einfach mal Boot an. Wir haben das ganze Gestell, habe ich einfach durch Motoren ausgewechselt. Ja, dass ein Motor sowas hinbekommt. Okay, wie schnell war ich? Wohl im Gegensatz zu den anderen. 1 Minute 15, ist das schlecht? Gibt bestimmt Tausende, die haben das unter. Und eine Minute. Was haben die für einen Motor? Gibt es noch einen Riesenmotor oder was? Sind das dann zwei große Motoren? Ach Gott, ich glaube das nicht. Wenn es nicht TT ist, dann der mich schlägt, dann bist du es. Seufz, ich muss es. Der ist Trophäen-Thomas, nicht Thomas-Trophäe. Okay, ich brauche mein. Erstmal meine Aggression auslassen. Die haben hier überall ja ihre Dinger. Boah. Wir haben ja auf Attacke geskillt mit unseren viel Geld. Jetzt haben wir nur noch 63. Dass ich finde das auf jeden Fall cool, dass hier Erneuerungen ins Spiel gebracht wurden. Es gibt ja so bei das Spiel selber gibt es ja sehr viele Hater, also Hatungen, wenn man das so sagen darf. Also so sehr viel negative Kritik. Von der Kritik, also von privat, also die es beruflich machen, habe ich noch nicht welche gehört. Ist aber bestimmt auch schlecht. Aber wenn man das Spiel so selber als eigenes Spiel sehen würde, wenn man zum Beispiel nicht Benjo oder Kazooie genommen hätte, sondern jetzt andere Personen, wie was weiß ich, wie so ein Fuchs. Gibt's einen Fuchs? Ah, ich habe hier noch eine andere Story zum I-Gebet. Okay, Jingo Schleudern. Ja, ein Fuchs. Oder. Ja. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall ein anderes. Andere Person. Da würde man das Spiel schon als toll finden. Aber so Benjo oder so, der passt gar nicht hier rein. Das ganze Spiel. Okay. Okay, ich nehme ein. Gesell nehme ich nicht. Sehr auch nicht. Olga. Lutte nehme ich. Der hat. Ist doch wieder Speed drauf. Okay, mal gucken. Der will 500 Meter geworfen werden. Kein Problem. Muss ich erstmal. Mal hier die Kurve nehmen. Ja, von hier kann man keine 200, 500 Meter weiter werfen. Ich finde das Spiel aber schon. Oh ja, mal gucken, ob es hier klappt. Und ne, das wird nicht klappen. Ja, weil er ins Wasser fliegt. Okay, dann nochmal versuchen. Ich müsste auf die andere Richtung. Nicht Richtung Wasser, sondern andere Richtung, genau. Wo war ich gerade am erzählen? Genau, das Spiel selber. Ob das Spiel wohl Nachfolger bekommt, wird sich ganz, ganz weit in die Zukunft erst herausstellen. Hätten wir jetzt eine Zeitmaschine, würde man schon sehen, wann, aber haben wir ja nicht. Leider. Ah! Verdammt, verdammt, verdammt. Gut, jetzt aber. Ui, wo, Alter, wo fliegt der Scheißding hin, du? Ah, das klappt auch wieder nicht. Leider, wir müssen den ins Zentrum reinschießen. Also Richtung. Hier, da, Gebiet, da hinten. Was ist denn das Problem? Haben wir hier vorne so viel. Ach, wir haben zu viele Stoßdämpfer, aha. Und die Fliege, Alter, nach der Aufnahme hier. Werde ich sowas von killen. Jetzt tut mir leid an diese Tierschützer-Typen da, aber. Die Fliege, die mich bei meiner Arbeit stört, das geht nicht. Oh, das war jetzt Fail. Das war jetzt echt Fail. Und ich bin glatt mitgeflogen. If you really come and get it. Na, 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 na. Na, 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 na. Yeah, also damit, dass ich mich hier so lange auf. Okay, das ist wohl die Lage hier. Ich will mich gar nicht so drehen, aber was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Ich will. Nein. Okay, das ist mein letzter Versuch. Den muss ich jetzt hinbekommen. Ja, sonst ist das peinlich. Ah, ich sehe, wir haben 54 von 131 Puzzleteile bekommen. Das ist schon ein Drittel. Mehr als ein Drittel. Ich bin ja so ein Mathe-Spezi, du. Ah, das geht doch, aber ist nicht so fest gewesen, ne?
Ob das wohl klappt? Ich wage es zu bezweifeln. Nee, es klappt nicht. Wurde abgebremst. Wir müssen so richtig fett, so richtig in den Arsch, so. Ihr wisst schon, was ich meine. So richtig fett. Dass ich gerade übertreibe, tut mir leid. Jetzt fahr rückwärts. Fahr rückwärts. Fahr rückwärts. Fahr rückwärts. Gut. Hier ist aber noch viel Gas drauf. Bäm. Das geht doch, das geht doch. Das haut rein, das haut rein. Aber ist nicht, wieder nicht so stark. Der wurde schon wieder abgebremst. Er leckt mich doch am Arsch. Ob das wohl gut geht? Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Fitter, fitter, hoi, hoi, fitter, heute, hoi, hoi. Schon wieder nicht. So, wir machen jetzt Karate. Der Ingo hier, der wurde aufbereitet mit drei Stoßstangen. Nur wir müssen den Wagen jetzt hier etwas weiter wegtragen. Das würde wohl jetzt reichen. Ich weiß nicht, ob da besser ist als die Lutte. Nee, sieht nicht so aus. Die Lutte ist da schon etwas besser, weil die etwas stärker mehr Bums hat, ne? Mehr Bums. Aber in welche Richtung mehr Bums? Okay, ich versuch's noch einmal mit Ingo und wenn es dann nicht klappt, dann mache ich die Aufgabe etwas später. Denn ich habe gerade keine Möglichkeit, ne? Ich hab keine Möglichkeit. Oder... Ich kann den ja bewegen, den Ratzefummel hier, den Ratzefummel. Wohin denn kann ich den bewegen? Wohin kann ich den bewegen? Na, das ist natürlich eine perfekte Lage hier, ne? Dann mache ich den mal hier lang. Gut. So. Und du, Ingo? Wir gehen jetzt mal nach hinten. Eine Runde shoppen. Gut. Oh, wow, wow, wow. Rumba, Rumba ist da. Rumba ist da und da. Und. Oh, okay. Das war jetzt sehr schlau. Gut, ich nehme wieder die Lutte, denn die hat mehr Bums drauf. Sehr heftigen Bums. Denn, ja, dann versuchen wir es. Und wenn es dann nicht klappt, dann. Dann werden wir wohl Homas Aufgabe machen, dann das Level beenden. Dann das Gebiet verlassen. So, ja. Nein, nicht den Vogel, nicht den Vogel. Ach Gott, ich kann ja vielleicht hier versuchen. Ach nee, da geht ja nicht Schema nicht. Sehr gut. Hier ist perfekt. Nein, 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 du bleibst genau hier. Nicht rollen. Du bleibst dir gefällig stehen. Da, perfekt. Ich liebe dich. Aber da muss ich eine volle Kanne treffen, oder? Richtig hart dran nehmen. Gut. Ich habe ja vergessen, dass ich ihn bewegen kann. Ey. Ich bin ja so ein Held. Nein, 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 nicht fallen. Oh Gott, das wäre jetzt, wenn ich gefallen wäre. Boah, das knallt, das knallt, das knallt, du. Oh ja. Ah, das knallt aber nicht mehr so, ne? Warum? Ach komm, halt's Maul. Noch ein Spiel, dann habe ich keinen Bock mehr. Ich muss ihn da in diese Kugel, in diese... Moment. Da in diese Areal da sticken. Von hier? Probier's mal von hier. Wollen nicht zu weit. Wir rollen nicht. Nein, nein. Ja komm, Fall, Alter. Fall. Fall, du hast es verdient. Du hast es verdient, du Sack. Du hast es verdient. Fall doch, du Muschi, du. Selbst so habe ich 300. Nein, nein, nein. Ich muss ihn da in diese Arena stecken, damit er da auch was hier drauf kann. Also ihr wisst schon. Damit er da rollen kann. Rise up. Back on of glory. Jetzt aber völlig Rakete, ey. Völlig Rakete und Buh. Und geschafft. Und die scheiß Fliege ist schon wieder hier. Oh, Godskill ist online. Oh. Gold Skill. Oh, wir haben sogar 125, 24 mehr als wir brauchen. 604. Wow, Rekord. Ist ein Rekord.
Gibt's da vielleicht eine Bestenliste? Nein, gibt's ja nicht. Okay. Jetzt versuchen wir. Och, die scheiß Fliege, Alter, nach der Aufnahme. Aber ihr wisst, ihr müsst wissen, sie ist so wie ein Pfannkuchen dann. Apropos Pfannkuchen. In Bulgarien waren die Pfannkuchen so geil lecker. Die waren very delicious. Gute Aufgabe von Thomas. Ich glaube, die hauen immer rein. Die ist ja da auf dem. Oh, ich hau dies. Komm jetzt her. Ja, ich hab. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Ja, willst du mich ficken, ne? Komm, ey, rutsch doch jetzt weiter. So, gut. Komm hier drauf. Nein, verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Ich muss jetzt mal nach oben zu Thomas. Dann haben wir alle fünf Noten hier, Puzzleteile hier. Gut. Flugzeug perfekt. Oh. Perfekt gepackt. Spielerwahl. Was passiert denn hier? Spielerwahl hört sich interessant an. Die Regeln sind einfach, sobald du die Aufgabe beginnst, wird Lok alle Steuerung außer der Lenkung entfernen. Versuche im Leerlauf so weit wie möglich zu kommen und deine zurückgelegte Strecke wird gemessen, wenn du schließlich anhältst. Aha. Ich habe da keine Ahnung, welchen Wagen ich nehmen soll. Ich nehme mal Killer. Na, verdammt. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Ach so, wir müssen hier runter. Ich kann nur lenken. Ich kann nur lenken, du. Das wird so krass, du. Ah! Verdammt, okay. Abbrechen. Ich nehme da mal einen. Welchen Wagen soll ich nehmen? Lutte! Der ist zwar sehr schnell im Abfahrt, aber dafür aber leider sehr schwer fürs Auffahrt. Für die Auffahrt. Da. Okay, Lutte nehmen wir dann. Ich probiere es mal mit einem aus. Paar Minuten haben wir noch. Ride Love. Der ist etwas stabiler und etwas besser zum Lenken. Oh, der ist aber sehr schnell. Ja, das ist hier denn. Ja, genau. Die Stelle da oben. Die ist krass, weil der so eine. Alter, ich konnte gerade nicht atmen. Meine Nase war defekt. Wuhu, ich habe einen Bug gehabt. Mein Körper und sein Bug. So, ich hab kein Gas. Ich habe nur meine eigene Lenkung. So, ich muss hier etwas stabil hier oben bleiben. Da, so, 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 perfekt, perfekt. Nein, kein Häuschen umfahren, kein Häuschen umfahren. Komm, darunter, 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 yeah. Komm, runter, 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 runter. Okay, das schaffe ich, das schaffe ich. Wie soll man das denn so weit schaffen? Auf jeden Fall das G-Teil habe ich schon bekommen. Ich muss da vorne zur Arena. Egal. Geh, okay, dann warte ich halt, bis ich stehen bleibe. 1000 habe ich auf jeden Fall bekommen. Es gibt bestimmt Leute, die das bis zum Maximal geschafft haben. Ich bin aber nur nicht stehen geblieben, ne? Och, was für Egoisten, ey. Was für Egoisten, du. Okay, Bestenliste. Das geht doch nicht. Wie soll man da 6 Millionen schaffen, oder? Wer hat denn dafür Zeit? Ich glaube, das geht erst ganz am Ende, wenn man so diese Killerwagen hat. Okay, da unten habe ich noch ein bisschen Puzzle-Noten gesehen. Deswegen würde ich dir auch sagen, ich würde die einsammeln. Aber nicht. Ach, du Kacke, ach, du Kacke, ach, du Kacke, ach, du Kacke. Ich bin nicht tot. Was soll die Scheiße? Ich bin nicht tot, weil. Von der Höhe, Alter. Das Spiel und Logik. Ich dachte nur, Nintendo hat keine Logik, aber.
Microsoft ist ja auch indirekt, ja, Nintendo gewesen. So, wir gehen mal zurück nach Showdown Town mit unseren 92 schicken Noten. Ob wir noch einmal alles am Ende skillen können? Ich meine, die Noten sind ja dafür ausgelegt, um alles auszugeben. Aber für was denn noch? Okay, gut, ein bisschen zeige ich euch noch. Also ich sammle auf jeden Fall die restlichen Puzzleteile auf und gebe die zurück. Und dann im nächsten Part werden wir dann sehen, was schon passiert. Ich hoffe nicht viel. Aha, ha, ha. 5. Wir haben 5. Okay, wir haben dann knapp. Natty Aquus auf dem Boden ist ein Symbol davon. Aha. Die Polizei will mich kriegen. Die Polizei will mich kriegen. Ach, krass. Okay, die letzte Tür, das ist wieder ein Fight. Und da bekommen wir den Laser. Das ist auch wieder ein nächstes normales Level. Hey, gerade bekam Lieferung, habe jetzt neue Fahrzeugteile. Da weiß ich nicht, zu kaufen. Komm zu Humbar. Okay, wie viel haben wir jetzt insgesamt darauf? Moment, das muss ich jetzt mal lesen. 59. Wir haben schon knapp die Hälfte, also zwei Drittel haben wir schon. Was? Was laber ich da nicht? Zwei Drittel. Wir haben drei Fünftel, wenn man das so sehen will. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen für diesen Part. Ich hoffe, wir hatten... Also ihr hattet viel Spaß. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß, denn ich mag das Spiel. Das ist legendär. Bis zum nächsten Part und ciao.